mein Name ist Hedi Sauer-Gürt. Ich bin von der DFGVK und aber auch von Lebenslaute. Lebenslaute, sie machen an Unrechtsorten mit klassischer Musik Blockade. Also für uns ist es wichtig, die klassische Musik einerseits zu spielen, aber auch zu blockieren. Und so sind wir hier dieses Jahr am Pflegehorst Jagel. Pflegehorst Jagel, da sollen Drohnen angeschafft werden. Und vor allen Dingen, was auch ganz heftig ist, da werden auch Drohnenpilotinnen ausgebildet. Und natürlich auch andere Ausbildungen. Und was auch noch ganz heftig ist, die sind bei der Aufklärung mit den Tornados in Syrien. Das heißt in Syrien und Mali. Und jede Aufklärung bedeutet auch töten. Also der Krieg fängt nicht nur mit den Bomben an, die geworfen werden, der fängt eben auch mit der Aufklärung an. Und zwar jeder Krieg. Und darum kann ich sagen, der Krieg beginnt hier. Im Januar trifft sich die Lebenslaute-Gruppe, trifft sich und entscheidet über das Thema, wo die bundesweite Jahresaktion gemacht werden. Bei Lebenslaute, das ist ein Netzwerk, das sind Laien, Profis, die treffen, also im Januar treffen sie sich, um zu entscheiden. Dann gibt es ein Probenwochenende, das ist dann meistens in Mitte Deutschland, ein Probenwochenende, wo dann die Musik geprobt wird, aber auch die Aktion schon besprochen wird und geschaut jetzt, ja, welche Aktionform wählen wir und wie bereiten wir uns vor. Und dann gibt es eine Woche, ungefähr eine Woche, Aktionswoche, wo wir uns vorbereiten. Dann ist natürlich das Proben, das wird uns die Musikstücke. Wir setzen uns mit den Inhalten auseinander. Wir haben aber auch mit den in dem Fall hiesigen Bezugsgruppen Kontakt. Die Menschen, die aktiv sind, möchten wir mit unserem Konzert stärken, dass auch dann weiter die Bewegung ja größer wird, um gegen das Unrecht zu kämpfen.